Redest du nicht mit mir? Johannes Kapitel 19, Verse 10 bis 12. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Es gab und gibt Menschen, die weltlich gesehen über anderen stehen. Das erleben und erkennen wir ja alle mehr oder weniger. Mancher hat sich seine Position erarbeitet und sich entsprechend qualifiziert. Andere sind in solche Positionen geschoben worden aufgrund mancher Beziehungen, Verwandtschaften oder Vererbungen. Bei wiederum anderen hat der Zufall mitgeholfen oder manche kriminelle Energie hat hier die Türen geöffnet für bestimmte Positionen und Machtbereiche. Pilatus war jedenfalls von 26 bis 36 nach Christus Präfekt des römischen Kaisers Tiberius in der Provinz Judäa. Seine Amtsführung war nicht rühmlich. Man warf ihm Bestechungen, Beleidigungen, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit, wiederholte Hinrichtungen ohne juristisches Verfahren, konstante Ausübung von extrem leidvoller Grausamkeit vor. Er geriet deshalb in Rom sehr unter Druck und im Jahre 39 nach Christus endete sein Leben durch Selbstmord. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass wenn man den Charakter eines Menschen herausfinden will, dann soll man ihm einfach Macht geben. Vielleicht kommen einem als Christ auch manchmal Gedanken in den Sinn, ob sich nicht manche Dinge hätten verhindern lassen können, wenn bestimmte Personen keine Macht gehabt hätten. Hier stoßen wir an unsere Grenzen. Und das führt in den Bereich der Spekulation. Es gibt aber Bereiche, die betreffen nur mich selbst und Bereiche, die haben eben globale und weitreichendere Folgen. Was persönlicher Natur ist, steht in meiner eigenen Verantwortlichkeit. Vor einer Weile las ich einmal in einer Boulevardzeitung, dass eine bekannte, sehr attraktive Schauspielerin es genießt, durch ihr Äußeres Macht zu haben über Männer. Sie unterstützte diese Aussage mit dem Kommentar: Wenn Männer einem verfallen, bekommt man, was man will. Auch das ist eine Form von Macht. Menschen, die vermögend und finanziell unabhängig sind, verfügen auch über eine gewisse Macht. Sie sind von keinem Arbeitgeber abhängig und müssen nur arbeiten, wenn sie wollen. Sie müssen scheinbar keine Rücksicht nehmen oder aufpassen, was sie sagen. Egal was passiert, sie fallen meistens immer weich. Warum jeder Mensch so ist und das darstellt, was er ist oder in späteren Zeiten sein wird, ist nicht immer nachvollziehbar und erklärbar. Viele wissen es selbst nicht. Man kann sich nicht heraussuchen, welche Eltern man hat und in welchem Land man wann geboren wird oder wie intelligent man ist und vieles mehr. Alles Zufall? Ich denke und glaube, dass es hier so ist wie im Gleichnis mit den anvertrauten Zentnern. Matthäus 25, 14 bis 30 nachzulesen. Also zusammengefasst der Frage, wie ich mit dem umgehe und arbeite, was mir gegeben wurde. Wie nutze ich meine Ressourcen? Bei Pilatus war es so, dass er politische Macht hatte und dies auch klar erkannte und Jesus damit konfrontierte, indem er ihm nämlich darauf hinwies, dass er die Macht habe, ihn freizulassen oder kreuzigen zu lassen. Dass er die Richtigkeit der Worte Jesu verstanden hatte, zeigte seine Absicht, Jesus freilassen zu wollen. Trotz seines verkehrten und selbstsüchtigen Charakters hatte er doch klar erkannt, dass bei Jesus keine Schuld zu finden war. In Lukas 23, 13 bis 15 heißt es entsprechend: Pilatus aber rief:
die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar Folgendes: Pilatus wollte dem Herrn eine Antwort entlocken, indem er ihn bedrohte. Er erinnerte Jesus daran, dass er als römischer Prokurator die Macht oder Autorität hatte, ihn loszugeben oder zu kreuzigen. Die Selbstbeherrschung des Herrn Jesus ist bemerkenswert. Er war ruhiger als Pilatus selbst. Er antwortet ruhig, dass jede Macht, die Pilatus haben mochte, ihm von Gott gegeben wäre. Alle Regierung ist von Gott eingesetzt, alle Autorität, ob zivil oder geistlich, kommt von Gott. Der, welcher mich dir überliefert hat, kann sich beziehen auf erstens Kaiphas, den hohen Priester, zweitens Judas, den Verräter, oder drittens das jüdische Volk im Allgemeinen. Der Gedanke hierbei ist, dass die Juden es besser gewusst haben sollten. Sie hatten die Schrift, die das Kommen des Messias voraussagte. Sie hätten ihn erkennen müssen, als er kam, doch sie lehnten ihn ab und wollten nun sogar seinen Tod erzwingen. Dieser Vers lehrt uns, dass es verschiedene Grade der Schuld gibt. Pilatus war schuldig, doch Kaiphas, Judas und alle anderen bösen Juden hatten noch größere Schuld. Als Pilatus gerade bereit war, Jesus loszugeben, benutzten die Juden ihr letztes und vielsagendstes Argument: Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Als wenn sie an Cäsar interessiert gewesen wären. Sie hassten ihn. Sie hätten ihn gerne abgesetzt gesehen und nicht unter seiner Herrschaft gestanden. Doch hier geben sie vor, das Reich Cäsars vor der Bedrohung durch diesen Jesus zu beschützen, der von sich behauptete, ein König zu sein. Sie ernteten die Bestrafung für diese schreckliche Heuchelei, als die Römer 70 nach Christus in Jerusalem einmarschierten, die Stadt dem Erdboden gleichmachten und ihre Einwohner abschlachteten. Soweit. Letztlich gab Pilatus also dem Druck der dämonisierten Masse nach. Der Teufel hat keine Macht über Jesus und Gott ließ nur das zu, was geschrieben stand, über ihn in den Propheten. In Johannes 14, 30 und 31 heißt es: Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier weggehen. Gott hatte tatsächlich alles unter Kontrolle. Bei uns sieht das oft anders aus. Wie ist das nun bei uns in Bezug auf unsere Position, unseren Einfluss und unsere Möglichkeiten? Lassen wir uns vielleicht vereinnahmen gegen unseren Willen? Werden wir ausgenutzt aufgrund unserer Gaben, unserer Macht und unseres Einflusses? Lasse ich das bewusst oder unbewusst zu, dass ich manchmal ausgenutzt werde? Spiele ich mit den Gefühlen anderer nur, weil ich vielleicht gut aussehe oder vermögend bin oder sonst irgendwas? Gott gibt jedem Menschen gewisse Macht oder erlaubt es, Karriere zu machen oder auch in eine Aufgabe hineinzuwachsen mit der Zeit, auch gerade als Christen. Aus dem, was dann passiert und wie ich damit umgehen kann oder sollte, kann man viel lernen. Kann ich dankbar sein in aller Demut und Erkenntnis über den Ist-Zustand, über mein Leben, über das, was ich habe und auch über das, was ich vielleicht nicht habe? Oder ist zu befürchten, dass ich über mich höher denke, als es mir gut tut und ich nach Dingen Ausschau halte und danach greife und das anstrebe, es zu besitzen, obwohl es mir nicht gut tun würde und obwohl Gott mir das nicht geben möchte? In Römer Kapitel 12, Verse 3 bis 8 schreibt der Apostel Paulus: Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist,
jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Auch mit dem Glauben ist eine gewisse Einflussmöglichkeit gewährleistet. Die Frage wäre also, wie gehe ich mit den mir anvertrauten Funden um? In Jakobus 4, Verse 5 und 6 steht eine Ermahnung. Da heißt es, oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott achtet auf den Geist, den er uns gab. Es gibt ein Maß des Glaubens, und je mehr Glauben und auch Gaben einer hat, desto mehr steht er vor Gott und den Menschen auch in der Verantwortung. In Lukas 12, 47 und 48 steht, der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Wir müssen sicherlich keine Bedenken haben vor guten Dingen, aus Angst, sie könnten uns zu sehr beschweren oder die Verantwortung wäre zu groß. Aber wir sollten wissen, woher diese Möglichkeiten kommen und dass wir kein Recht haben, uns über andere zu stellen. Wir sollen unsere Macht, wenn wir sie haben, nicht schamlos ausnutzen und nur an uns selber denken. Dies geschieht leider nur zu oft in der Welt. Aber auch als Christen dürfen und können wir anders sein, sollen wir anders sein. Selbstgefälligkeit ist der Bruder des Egoismus und die Schwester des Unglaubens. Dankbarkeit und die richtige Einstellung zeigt sich auch im Dienst und der praktischen Hilfe am Nächsten. In 1. Petrus Kapitel 5, Verse 5 bis 11 lesen wir. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.